Hallo lieber Stier und willkommen zu deiner neuen persönlichen Monatslegung für den Oktober 2021. Ja, lieber Stier, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist und ich hoffe natürlich auch, dass es dir gut geht. So wie immer siehst du vor dir vier Tarotkarten und diese geben dir einen groben Einblick in den Oktober. Das ist das, womit du im Großen und Ganzen konfrontiert wirst. Das ist die Hauptenergie. Ich werde dann auf jeden Fall noch ein paar Karten für dich dazu ziehen, damit du noch nähere Hinweise bekommst. Und genauso wie immer werde ich das Orakel auch abschließen mit den Astrowürfeln. Lieber Widder, sage ich schon, ich habe gerade eben Widder aufgenommen. Lieber Stier, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, ja? Also du wirst dir auf jeden Fall einiges mitnehmen können. Aber es ist natürlich auch irgendwo eine allgemeine Legung. Das heißt nicht unbedingt, dass es auf jeden von euch zutreffen muss. Ne? Also du musst wirklich mal gucken, ist es deine Legung, fühlt es sich stimmig an, trifft es ein. Wenn es nicht eintrifft, beziehungsweise wenn du dich nicht angesprochen fühlst, dann ist es auch nicht deine Legung. Versuche es da jetzt bitte nicht irgendwie noch stimmig zu machen, ja? Okay, dieses Orakel ist für dich gedacht, wenn du zum Beispiel Sternzeichen Stier bist, wenn du Aszendent Stier bist oder Mond im Stier hast. Ja, dann ist dieses Orakel eventuell wirklich etwas für dich. Aber wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung, lieber Stier, ne? Du weißt Bescheid. So, das Orakel, was du jetzt vor dir siehst, das ist das Shadowscapes Tarot. Genau, und ich würde sagen, dass wir jetzt auch starten mit deiner Legung. Gucken wir mal, was jetzt hier die erste Tarotkarte ist. Und da hast du jetzt hier die 5 der Stäbe. Okay, es geht hier auf jeden Fall um Konflikte. Es geht hier wahrscheinlich um Auseinandersetzungen. Es geht eventuell um Meinungsverschiedenheiten. Es geht darum, dass man zusammen an etwas arbeiten sollte. Aber diese Karte steht natürlich auch immer so ein bisschen für einen Konkurrenzkampf, ne? Anstatt jetzt irgendwie miteinander zu arbeiten, ist das wahrscheinlich so der reinste Konkurrenzkampf so ein bisschen. Möglicherweise sogar auch der reinste Kindergarten. Das ist auf jeden Fall das, was ich so ein bisschen reinbekomme. Wir müssen mal gucken, was es jetzt genauer dann zu bedeuten hat. Wie gesagt, wir werden dann auf jeden Fall noch nähere Hinweise bekommen in den kommenden Karten, auch in den kommenden Orakelkarten, die ich dann verwende. Also wie gesagt, die 5 der Stäbe deuten immer so ein bisschen auf Konflikte hin. Entweder innere Konflikte, da müssen wir dann mal gucken, oder aber Konflikte mit mindestens noch einer anderen Person. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Und da haben wir jetzt hier die 6 der Schwerter. Ja, also du gehst ja auf jeden Fall aus einem Konflikt raus, ne? Weil die 6 der Schwerter deuten immer darauf hin, dass man aus einer schwierigen Situation rausgeht und dass es nun wieder ruhiger wird. Ja, man hat lange gekämpft, man hat lange zu sich gestanden, man hat lange gekämpft sozusagen, man hat sehr, sehr viel erlebt, sehr, sehr viel durchgemacht auch eventuell und nun ist es wirklich so, dass man aus dieser Situation herausgeht und dass es nun leichter werden wird, lieber Stier. Ne? Wir müssen da mal gucken, was jetzt diese Karten sagen. Aber wie ich schon gesagt habe, die 6 der Schwerter deuten immer darauf hin, dass man eine schwierige Situation verlässt und sich aufmacht zu neuen Ufern. Ne, wir gucken mal weiter. Die 2 der Stäbe. Ich habe das Gefühl, dass es das irgendwie noch nicht so richtig klar ist. Bei einigen von euch könnte ja auch ein Umzug gemeint sein, weil die 6 der Schwerter deuten auch manchmal auf einen Umzug hin. Aber irgendwie ist da das Ganze noch nicht so richtig in Stein gemeißelt, beziehungsweise das ist alles noch nicht so richtig klar. Weil die 2 der Stäbe, da geht es um Entscheidungen, da geht es eben darum, dass man eben halt ja noch keine Entscheidung wirklich trifft. Ja, also man hat zwar, die Entscheidung liegt natürlich bei einem selbst, aber so richtig rausgehen aus einer schwierigen Situation, das steht im Moment alles noch so ein bisschen in den Sternen. Falls du jetzt gerade im Hintergrund etwas maunzen hörst, das ist meine Katze, also nicht wundern. Okay, aber ich denke, das ist leise, sodass du das jetzt nicht unbedingt hörst. Okay, wie gesagt, 2 der Stäbe, Unentschlossenheit. Ja, wir gucken mal weiter. Das Ass der Stäbe. Genau, da geht es darum, die Initiative zu ergreifen. Da geht es darum, wirklich in Aktion zu treten. Du hast hier drei Stabkarten und das ist wirklich die Feuerenergie. Ne, also ich habe wirklich das Gefühl, lieber Stier, dass es dir eventuell so ein bisschen schwerfallen könnte, aus einer Situation rauszugehen, die schwierig ist für dich, wo es hier Rivalität gibt, wo es Konkurrenzkämpfe gibt, wo es Konflikte gibt. Der eine möchte besser sein als der andere. Ne, also das fällt dir eventuell ein kleines bisschen schwer. Aber durch das Ass der Stäbe glaube ich, okay, dass du da auf jeden Fall in der Lage bist, etwas Neues zu beginnen, ja, ein neues Projekt, ein neues Abenteuer, ne? Neuen Job, neue Partnerschaft auch eventuell. Da musst du mal gucken. Die Karte, die jetzt hier unten drunter war, das sind jetzt hier die 3 der Kelche. Und da geht es natürlich um die Geselligkeit. Da geht es darum, dass man zusammen mit Freunden anstoßt. Da geht es darum, dass man zusammen etwas feiert. Man ist sehr, sehr dankbar. Man feiert zusammen. Man trinkt etwas, habe ich schon gesagt. Ich weiß. Aber es könnte ebenfalls auch sein, dass das hier um eine Dreiecksgeschichte geht.
um eine Dreierkonstellation sozusagen. Also sprich, dass du einen Wunschpartner hast und dieser ist wahrscheinlich noch gebunden. Ja, deswegen nämlich auch hier Konkurrenzkampf. Also es könnte wirklich sein, dass du da im Moment noch nicht so wirklich in der Lage bist, aus dieser Situation rauszugehen. Ne, weil du noch so unentschlossen bist, weil du dir denkst, okay, ich spüre das richtig bei dir, lieber Stier. Lass mich das mal bitte in Worte fassen. Das fühlt sich so an wie. Ja, ich warte mal, was passiert. Vielleicht rennt er sich ja doch. Mal sehen, was jetzt kommt. Mal sehen, vielleicht kommt er wieder auf mich zu und er trennt sich wirklich. Ne? Das ist so diese Energie, diese eine Entscheidung, die auf die lange Bank geschoben wird. Es kann auch sein, dass diese andere Person, mit der du es hier zu tun hast, dein eventueller Wunschpartner, dass dieser eine Entscheidung auf die lange Bank immer schiebt. Ne? Eine Entscheidung hinauszögert. Ne? Etwas aufschiebt. Na, das kann jetzt ebenfalls der Fall sein und dich dann sozusagen wirklich im Regen stehen lässt und dich im Ungewissen lässt. Das kann jetzt ja ebenfalls auch darauf hindeuten. Ja, mit dem Ast der Stäbe spüre ich irgendwo schon, dass hier irgendjemand die Initiative ergreift und eine Entscheidung trifft. Es kann sein, dass du das bist und dass du dich nun schweren Herzens dazu entscheidest, diese schwierige Situation hinter dir zu lassen. Lass mal sehen, was jetzt hier unten drunter ist, die Sonne. Sieben der Schwerter. Wie gesagt. Ich behalte das auf jeden Fall alles im Hinterkopf. Noch kann ich damit jetzt nicht ganz so viel anfangen. Wir behalten das im Hinterkopf. So, lieber Stier, gucken wir weiter. Es könnte auch sein, dass einige von euch in einer Beziehung sind und einer von euch hat jemand anderen kennengelernt. Und nun ist es da so ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, den anderen aus dem Haus zu kriegen, dass der an oder den anderen dazu zu bringen, dass er auszieht. Ne, oder vielleicht fällt es dir auch schwer auszuziehen, oder vielleicht möchte dich jemand dazu anleiten, dass du ausziehst. Entschuldigung. Also sprich, er möchte dich eventuell loswerden. Das kann auch sein. Ja. Wir gucken weiter, lieber Stier. Jetzt benutze ich das Numinous Astro Deck. Stier Oktober. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Stier Oktober. So, Stier Oktober. Was kommt da noch? Okay, das ist jetzt hier Jupiter, Expansion. Da geht es auch wieder darum, etwas Neues zu erkunden. Da geht es darum, zu verreisen. Ja, entweder wirklich in eine neue Wohnung oder sprich einfach mal auszuwandern oder Urlaub zu machen. Das könnte bei einigen von euch hier wirklich der Fall sein. Also hier geht es wirklich auch um das Verreisen. Na, aber lass mich mal weiter gucken. Weil Jupiter herrscht nämlich über Schütze und über das neunte Haus. Und da geht es um Verreisen. Na? Und darauf deuten ja irgendwo auch die sechs der Schwerter hin. So, mal sehen, was jetzt noch kommt. Stier Oktober. Stier Oktober, was kommt noch? Okay. Unten drunter hast du jetzt hier Löwe. Also es könnte hier ebenfalls wirklich um eine Löwe-Person gehen oder um eine Romanze oder jemand, mit dem du dich vergnügst, mit dem du ab und zu was trinken gehst, weil hier geht es bei dieser Karte auch um Party, da geht es um Spaß haben, da geht es um Hobbys, ne? Also, aber auch wirklich um Flirten. Also ein Urlaubsflirt könnte jetzt hier eventuell damit gemeint sein. Einige von euch, das spüre ich wirklich, entweder ihr verreist oder ihr seid gerade verreist und ihr lernt hier wahrscheinlich jemanden kennen im Urlaub. Das kann jetzt der Fall sein oder es kann noch kommen. Aber was jetzt ziemlich eindeutig zu sehen ist, es geht hier auf jeden Fall um eine andere Person, ein Lover sozusagen, ein Liebhaber sozusagen. Ne? Das kann jetzt hier wirklich dann darauf hindeuten, dass du einen Liebhaber hast, der mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht so wirklich frei ist. Ne? Und deswegen wartest du eventuell wirklich darauf, dass hier eine Entscheidung getroffen wird. Also es kann wirklich sein, lieber Stier, dass du der oder diejenige bist, die jetzt den anderen entscheiden lässt sozusagen. Und du bist der oder diejenige, der hier wartet. Ne? Okay. Lass mal sehen, was jetzt hier noch gekommen ist. So. So, da hast du jetzt hier nämlich Opposition. Es geht hier ebenfalls auch um Spiegel. Es geht auch um Balance. Es geht darum, dass man hier etwas ausgleichen darf. Opposition, da geht es aber auch so ein bisschen manchmal um Einschränkungen, um Herausforderungen auch so ein Stück weit, ne? Um Tests, um Prüfungen auch so ein bisschen. Es geht darum, dass hier man sich mit etwas konfrontieren sollte. Es geht darum, dass hier etwas gespiegelt wird. Irgendjemand spiegelt hier den anderen. Das kann auch wirklich sein, dass dein Gegenüber dich sozusagen spiegelt. Aber ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es jetzt für dich darum geht, dass du dir mal etwas anschauen sollst, weil hier ist ein Spiegel abgebildet.
wo ich das Gefühl habe, es geht hier um Projektion, es geht hier um Spiegel. Es geht darum, dass man sich gewisse Dinge einfach mal anschauen soll. Aber lass mich mal weiter gucken. Da hast du jetzt hier das 10. Haus. Das 10. Haus, da geht es immer um öffentliche Anerkennung, da geht es um Beruf, Karriere. Lass mal ganz kurz überlegen. Da geht es ebenfalls aber auch um Fame, also um Ruhm. Es geht um Autoritätspersonen, es geht um Chefs auch eventuell. Weil das 10. Haus, da geht es auch, weil das 10. Haus herrscht über Steinbock. Und Steinbock, da geht es ebenfalls, da kann es auch um Chefs gehen, um Autoritätspersonen, um sehr erfolgreiche Personen. Na, möglicherweise hast du es hier mit einer Person zu tun, die sehr, sehr erfolgreich ist. Vielleicht Löwe oder Schütze sein könnte. Auf jeden Fall ein Feuerzeichen. Davon bin ich fast schon überzeugt. Aber nur fast. Wie gesagt, es kann sein, muss aber jetzt nicht unbedingt. Was hast du jetzt hier? Numinous mit Mystery. Bei einigen Stirnen von euch geht es ebenfalls um eine Karriere-Situation, wo alles noch so ein bisschen in den Sternen steht. Na, also es kann auch sein, dass das alles hier wirklich eine Berufssituation ist und nicht unbedingt etwas mit Liebe zu tun haben muss oder mit Romantik oder Affären zu tun haben muss. Es kann auch sein, dass das Ganze hier eine berufliche Geschichte ist und dass es da irgendwie eine Person gibt, die dich hier wirklich aufs Übelste so ein bisschen spiegelt. Na, also das ist ja wirklich dein Trigger. Das ist auf jeden Fall das, wovon ich ausgehe. Mit dieser Person bist du hier im Konflikt. Das kann ein Steinbock sein, es kann aber auch wirklich ein Löwe sein oder ein Schütze. Auf jeden Fall ein Feuerzeichen. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Es geht um Konflikte, es geht um Rivalität, wo ich aber das Gefühl habe, dass es da darum geht, eine Situation zu verlassen. Entweder wirklich umzuziehen, Beruf, na gut, ein bisschen schwierig, oder eine Situation einfach zu verlassen oder diesen Konflikt hinter sich zu lassen und sich aufzumachen zu neuen Abenteuern. Und die Numinus, also diese Karte hier, steht ebenfalls immer für das Unbekannte. Und diese ist ziemlich, also in dem Fall ist es ähnlich mit den Sechs der Schwertern. Was ebenfalls darauf hindeutet, ja, man macht sich auf ins Unbekannte. Und so richtig fällt dir die Entscheidung noch so ein bisschen schwer, weil du wankelst, also du haderst noch so ein bisschen mit der Entscheidung, ne? Also das Ganze kann jetzt hier aber auch wirklich eine berufliche Situation sein, ne? Ich habe das Gefühl, wenn du wirklich die Entscheidung triffst, dann kannst du wirklich sehr, sehr erfolgreich sein in dem, was du tust. Lieber Stier, weil das 10. Haus, da geht es auch ebenfalls um Erfolg. Und wenn du dir die Karte mal anguckst, das sind alle Scheinwerfer auf dich gerichtet. Ja, da geht es darum, dass man wirklich erfolgreich ist. Steinböcke sind mit die erfolgreichsten Sternzeichen. Nicht alle Steinböcke, ist klar. Aber Steinböck steht mit, ja genau, Steinböcke stehen mit für die erfolgreichsten Sternzeichen, weil sie eben wirklich sehr, sehr hart arbeiten. Es sind diejenigen, die wirklich am härtesten arbeiten und dementsprechend dann auch wirklich die Nummer eins sind in dem, was sie tun, weil sie eben wirklich sehr, sehr hart arbeiten. Und ich glaube, lieber Stier, du, lieber Stier, gehörst übrigens auch mit zu den erfolgreichsten Sternzeichen mit, ne? Gut, man soll jetzt nicht alles von Sternzeichen abhängig machen. Ich wollte es nur mal ganz kurz erklären, ne? Auf jeden Fall geht es bei dir auf jeden Fall schon darum, dass es wirklich darum geht, erfolgreich zu sein. Und ich habe das Gefühl, es gibt ja eine Person, die dir das eventuell nicht wirklich gönnt. Die fühlt sich von dir bedroht. Also die sieht in dir eine Konkurrenz. Ne? Und die fühlt sich von dir wirklich sehr, sehr stark angetriggert. Das ist auf jeden Fall das, was man hier ganz, ganz klar sehen kann. Einige von euch sind wahrscheinlich auch sehr, sehr spirituell, weil diese Karte deutet auch immer so auf dieses, ja, Mysteriöse hin, auf das Okkulte, Esoterik, Spiritualität, Kartenlegen, Medium, Channeln, Geister, Verstorbene, ne? Intuition, andere Welten, das innere Wissen, Schattenarbeit auch eventuell. Also einige von euch haben auch eventuell vor, diesbezüglich da wirklich etwas zu machen. Und ich habe das Gefühl, lieber Stier, du kannst ja auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich werden, ne? Durch die drei der Schwerter, durch die drei der Kelche habe ich jetzt übrigens auch das Gefühl, wie gesagt, allgemeines Orakel, ich muss dir mehrere Szenarien ansprechen. Durch die drei der Kelche habe ich ebenfalls auch das Gefühl, dass du erfolgreich aus dieser Situation rauskommen kannst, weil diese Karte steht ebenfalls auch dafür, dass man feiert. Man feiert, man hat etwas erfolgreich überstanden. Man stoßt an auf das, was man erreicht hat. Lieber Stier, ich habe das Gefühl, du wirst ja auf jeden Fall sehr erfolgreich werden. Ja, es kann aber sein, dass sich diese andere Person noch so ein bisschen zurückhält. Das kann jetzt eventuell der Fall sein. Und deswegen kommst du so ein bisschen ins Schwanken. Aber ich habe das Gefühl, das wird sich ändern im Oktober sozusagen. Lass mich jetzt mal weiter gucken, was jetzt noch auf dich zukommen wird im Oktober, beziehungsweise was wichtig werden wird. Also du hast sehr, sehr erfolgreiche Karten hier.
Sowohl das 10. Haus als auch Jupiter stehen für Erfolg, für Glück, für Fülle. Ne? Das 10. Haus, da geht es immer noch so ein bisschen um Fame, um Ruhm, aber auch um deinen Ruf. Ne? Also ich habe das Gefühl, du bist sehr, sehr gut in dem, was du tust. Möglicherweise sogar auch der oder die Beste. Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass du wirklich eine Person bist, die absolut authentisch ist, die wirklich das Herz auf der Zunge trägt. Solange du dir selbst gegenüber treu bleibst, solange du auch immer die Wahrheit sagst, wirst du hier auf jeden Fall erfolgreich sein, lieber Stier. Lass mal sehen, was jetzt noch kommt. Das ist jetzt übrigens das Wisdom of the Oracle. Was kommt noch? Stier, Oktober. Soulmates verkehrt rum. Diese Karte deutet darauf hin, und das ist ziemlich interessant, weil du hast hier die 14, was eine 5 ist, du hast hier die 41, was ebenfalls eine 5 ist. Also geht es bei dir ebenfalls auch um Veränderungen in Bezug auf das Thema Liebe auch eventuell, in Bezug auf das Thema Seelenpartner. Also jetzt nochmal zurück auf das Thema Liebe, weil wie gesagt, es kann auch eine Liebesgeschichte sein. Es gibt hier eine Person, die hast du für deine Zwillingsseele oder deinen Seelenpartner gehalten, ist es aber nicht an dem. Ich habe aber das Gefühl, dass du das auf jeden Fall erkennen wirst. Du wirst das erkennen. Ja, Truth be told. Es geht aber auch hier darum, dass die Wahrheit erzählt wird. Also es kann wirklich sein, dass du dann der oder diejenige sein wirst, die hier wirklich Tacheles redet und die wirklich sagt, hier so und so möchte ich das, also die einfach wirklich wahrhaftig ist. Es kann aber auch sein, dass diese andere Person auf dich zukommt und sagt, nee, das wird mit uns beiden nichts. Mehr als eine Affäre, mehr als eine Romanze oder ein Flirt ist das zwischen uns beiden nicht. Ja, also es kann ja wirklich sein, durch die Karte Soulmates verkehrt rum geht es um eine Person, die mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht dein Seelenpartner ist. Muss ich dir leider so sagen, wie es ist, lieber Stier. Ja? Und deswegen, es fällt dir wirklich schwer, aus dieser Situation rauszukommen. Ja, es fällt dir wirklich schwer. Das ist eine Seelenpartnerkonstellation. Irgendwas Karmisches, das ist genau das, was ich hier fühle. Ja, irgendwas Mysteriöses, irgendwas, was du dir nicht so richtig erklären kannst. Das ist auf jeden Fall das, was ich spüre. Aber lieber Stier, ich glaube hier wirklich, das ist hier jemand, den du für deinen Seelenpartner gehalten hast, was es aber nicht ist. Und ich glaube, das wirst du auf jeden Fall erkennen. Die Wahrheit ist hier auf jeden Fall da. Das wirst du erkennen. Na? Und ich glaube, dass du diese karmische Lektion auf jeden Fall auch erfolgreich meistern wirst. Davon bin ich überzeugt. Was hast du jetzt hier unten drunter? Go the distance verkehrt rum. Ich habe das Gefühl, dass du hier etwas hinterhergejagt bist oder oder jemanden hinterhergejagt bist, der sich von dir entfernt. Ne? Also du bist hier jemanden hinterhergerannt immer wieder, aber diese Person hat sich von dir entfernt oder entfernt sich immer weiter von dir, je mehr du sie jagst. Je mehr du ihr hinterherjagst irgendwo, ne? Das ist genau das, was ich hier ganz klar spüren kann. Je mehr du versuchst, jemanden hinterherzurennen, je mehr du versuchst, etwas festzuhalten, umso mehr wird sich es dir entziehen. Und das ist hier ganz klar und deutlich der Fall. Muss ich dir leider so sagen, wie es ist, lieber Stier. Das sieht man hier ziemlich eindeutig. Ne? Aber wie gesagt, die Wahrheit, das wirst du erkennen. Ja, hier unten drunter sieht man auch eine Maske und die Eule steht drauf, was für mich ein Hinweis darauf ist. Okay, Schluss mit Masken, Schluss mit Lügen, Schluss mit Fassaden. Nun wird es jetzt an der Zeit, dass man Tacheles redet. Nun wird es jetzt an der Zeit, dass man die Wahrheit erkennt. Ja, lieber Stier, und das ist hier ziemlich eindeutig. Wie gesagt, lieber Stier, du musst mal gucken, was jetzt hier für dich hinhaut. Das ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass bei diesem Orakel nur ein Teil davon auf dich zutrifft. Da musst du mal gucken. Na? Okay, ich würde sagen, wir benutzen jetzt auch das vorletzte Kartendeck, bevor ich dann zu den Astrowürfeln komme. Und jetzt benutze ich das Angels, Gods and Goddesses Orakel. Die Karte Soulmates verkehrt rum hatte ich übrigens auch bei den Widdern. Okay. Also für mich sieht das Ganze jetzt im Großen und Ganzen schon so aus, dass du diese karmische Beziehung, diese karmische Lektion hier auf jeden Fall erfolgreich überstehen kannst. Im Oktober, weil die Oktober. Oktober ist ja Herbst und Herbst steht auch immer dafür, dass etwas losgelassen wird, dass etwas zum Abschluss gebracht wird. Ja. Also ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit für dich, um das auf jeden Fall loszulassen. Ne? Ja, du erkennst in dieser anderen Person etwas. Etwas, wo du was sehr, sehr. Ein Teil von dir auch eventuell. Ne? Also es kann ja wirklich sein, das verrät mir auf jeden Fall diese Karte. Aber durch die Karte Seelenpartner verkehrt rum, glaube ich wirklich, dass du es hier mit einer Person zu tun hast, die nicht dein Seelenpartner ist oder zumindest nicht das ist, wofür du diese andere Person gehalten hast. Ja? Auch wenn dir das, was ich sage, jetzt nicht gefällt, aber ich bin hier absolut ehrlich und
Das, was ich möchte, ist wirklich dir ganz klare und deutliche Botschaften zu geben und vor allem auch dir weiterzuhelfen und dir Klarheit bringen. Das ist auf jeden Fall das Ziel meiner Orakel. Deswegen mache ich das. Ja. Und weil es Spaß macht. Alles klar. So, schauen wir mal, was jetzt hier noch für dich kommen möchte im Oktober, lieber Stier. Stier, Oktober. Schauen wir mal. Stier, Oktober. Nee, die sind es nicht. Stier, Oktober. Okay, The Goddess of the Sacred Path. Also hier geht es darum, dass du das Logische loslassen sollst und deiner Intuition vertrauen sollst. Genau, also es wird hier für dich wieder an der Zeit, dass du deiner Intuition vertraust. Weil wenn du deiner Intuition vertraust, wirst du auch die Wahrheit sehen, wirst du auch die Wahrheit erfahren auf jeden Fall. Vielleicht sagen einige von euch jetzt, ja, ich vertraue meiner Intuition und das ist der oder die Richtige. Das kann schon sein, aber Seelenpartner verkehrt rum, sagt dir was anderes, lieber Stier. Falls es jetzt wirklich so sein sollte, falls du dir das jetzt sozusagen gesagt hast, ne? Aber wie gesagt, diese Karte wird, da wird jetzt wirklich gesagt, ja, geh mal ein bisschen mehr aus dem Verstand raus und vertraue hier deiner Intuition. Denn deine Intuition lässt dich wissen, wenn hier irgendetwas nicht stimmt. Und ich glaube, das ist hier bei dir auf jeden Fall auch der Fall oder beziehungsweise mit der anderen Person. Na, du weißt, dass hier etwas nicht stimmt. Also vertraue bitte auch auf deine Intuition. So, lass mal sehen, was jetzt hier gekommen ist. Da hast du als erstes Angel of Emergence, also hier taucht wieder etwas auf, und zwar dein wahres Selbst. Es ist an der Zeit, dass dein wahres Selbst wieder auftaucht, sozusagen. Ne? Also es geht darum, dass dein wahres Selbst wieder auftauchen möchte. Deine wahre Authentizität, dein wahres Ich. Ne? Also es geht für dich auch im Monat Oktober darum, dass du wirklich wieder authentisch wirst. Weil ich habe das Gefühl, dass du, Moment, dass du diese andere Person, deinen angeblichen Seelenpartner hier, dass du diese Person dein Leben gezogen hast, weil du selber nicht ehrlich mit dir selber warst und weil du nicht authentisch warst. Und wenn du nicht authentisch bist, nicht wahrhaftig, dann ziehst du immer Menschen in dein Leben, die dir genau das spiegeln. Also sprich, dass du Menschen in dein Leben ziehst, die wirklich nicht zu dir gehören. Ne? Wenn du wirklich authentisch bist, wenn du dir deiner selbst sicher bist, dann ziehst du auch Menschen an, die zu dir gehören, die zu dir passen. Das ist ganz einfach so. Und das ist genau das, was jetzt hier der Fall ist bei dir. Und jetzt hast du hier noch den God of Indulgence. Okay, hier wird ebenfalls gesagt, dass es in Ordnung ist, auch mal wieder sich hin und wieder, dass man, ja, nochmal von vorn. Es ist ja bei dir, es ist so, dass du dir hin und wieder natürlich auch mal etwas gönnen darfst. Ja, du darfst hin und wieder auch mal wieder dir ein bisschen Spaß gönnen. Also sprich, dass du auch mal wieder Süßigkeiten isst oder dass du mal wieder eine Netflix-Serie anschaust oder auf Amazon Prime einen Film anschaust, ne? Also hier wird es jetzt an der Zeit, dass du nicht mehr ganz so streng zu dir bist und auch sagst, okay, ich gönne mir jetzt einfach mal was. Zum Beispiel, keine Ahnung, Süßigkeiten oder was weiß ich. Das ist auf jeden Fall das, was damit gemeint ist. Na? Genau, das ist das, was diese Karten sagen. So, jetzt noch eine Karte aus dem letzten Kartendeck für dich. Jetzt benutze ich das Believe in Your Own Magic Orakel. Da schauen wir mal, was jetzt hier noch für eine Botschaft für dich kommt. Also wie gesagt, lieber Stier, dieses Orakel ist jetzt wirklich das beste Beispiel dafür, dass es eine allgemeine Legung ist. Du musst mal gucken, was jetzt hier für dich hinhaut. Weil ich habe jetzt nun wirklich schon mehrere Szenarien angesprochen. Da musst du wirklich mal gucken, lieber Stier, was da jetzt sozusagen für dich hinhaut. Weil es schauen ja mehrere Stiere zu, ne? Okay, Stier. Noch eine Botschaft für dich für den Monat Oktober. So, eine wichtige Botschaft für die Stiere jetzt noch für den Monat Oktober. Okay, das sind zwei. So, nee, es sind drei. Ach Mensch, nee, dann machen wir das jetzt nochmal. Das machen wir nochmal. So mache ich das jetzt hier nicht. Weil wenn zu viele Karten rauskommen, dann deute ich die in der Regel nicht. Alles klar, lieber Stier. Stier Oktober. Okay, was haben wir jetzt hier für dich? Da hast du jetzt hier die Karte. Oh, das ist der Hai. Und hier wird ganz eindeutig gesagt, dass du aus dieser Situation wegschwimmen sollst. Also schwimm weg von dieser Person. Schwimm weg von dieser Situation. Das ist jetzt ziemlich eindeutig für dich, lieber Stier.
Das ist eindeutig. Also hier gibt es irgendetwas oder irgendjemanden, der dir hier nicht gut tut. Ne? Aber weil es im Moment noch so ist, dass du so unentschlossen bist, dass du immer noch so ein bisschen abwartest, so nach dem Motto, ja, ich lasse das jetzt alles mal auf mich zukommen und vielleicht trennt er sich ja, vielleicht entscheidet er sich ja endlich mal für mich. Und ne, aber hier wird eindeutig gesagt, geh da raus. Ne? Weil Haie sind doch immer so ein Warnsymbol. Haie sind gefährlich, wie du weißt, ne? Und hier wird wirklich gesagt, okay, lass dich hier bitte nicht länger darauf ein, weil das tut dir hier eindeutig nicht gut. Also schwimm hier aus dieser Situation hier eindeutig weg. Aus diesem Konflikt im beruflichen Bereich, wie auch immer das jetzt hier bei dir der Fall ist. Also geh hier wirklich weg, weil du hast es hier mit einer Person zu tun, die hier wirklich, die nicht so ganz wohlgesonnen ist, sage ich jetzt ganz einfach mal, um es mal sanft auszudrücken. Ja, also sei hier vorsichtig. Geh hier raus aus dieser Situation, höre auf dein Instinkt und mach deinen Job weiter, weil du bist wirklich gut. Du arbeitest das sehr hart. Mach auf jeden Fall weiter, lass dich nicht unterkriegen. Halte dich von dieser Person hier fern. Möglicherweise ist es auch eine Person, lieber Stier, unabhängig jetzt von dem Thema Liebe. Es ist ja eine Person, die du wirklich für einen guten Freund hältst, aber das ist es nicht. Diese Person ist es nicht. Ja? Vorsicht hier, lieber Stier. Du glaubst, ihr seid auf einer Wellenlänge, ihr versteht euch wirklich wunderbar. Vorsicht, diese Person ist wahrscheinlich eifersüchtig auf dich. Sieht in dir eine Konkurrenz. Ja? Sieht in dir ein Konkurrent, eine Konkurrentin. Also sei hier vorsichtig, bitte, lieber Stier. Aber ich habe das Gefühl, das wirst du hier eindeutig erkennen. Na? Okay, jetzt sind die Astrowürfel für dich. Für den Monat Oktober. Oktober Stier, was kommt noch? Stier Oktober. Okay, da hast du jetzt Wassermann, das zweite Haus und Merkur. Es könnten also Gespräche stattfinden mit einem eventuellen Wassermann. Bei Merkur, da geht es um Kommunikation. Wassermann ist klar, da geht es um ja, entweder einem Wassermann, da geht es aber ebenfalls auch um Erneuerungen, da geht es ebenfalls auch um Veränderungen. Wie ich schon gesagt habe, es kann wirklich sein, lieber Stier, dass du dich veränderst. Also sprich, dass du wirklich authentisch bist. Bei Wassermann, da geht es ebenfalls auch um absolute radikale Selbstakzeptanz. Da geht es um Authentizität. Wassermänner sind anders und die lassen sich nicht in irgendwelche Schubladen stecken. Wassermänner sind die Rebellen. Das sind diejenigen, die einzigartig sind. Und das ist die Energie, die dich begleitet im Monat Oktober, lieber Stier. Ja, du lernst wirklich dich selbst wertzuschätzen. Du lernst dich wertzuschätzen, du lernst dich so zu akzeptieren, wie du bist. Und ich habe auch das Gefühl, dass du dein Herz auf der Zunge tragen wirst. Truth be told. Also hier geht es darum, dass man die Wahrheit erzählt. Und vor allem hast du hier ebenfalls auch Merkur. Und da geht es um Kommunikation. Also sprich, du wirst wirklich deinen Standpunkt vertreten, du wirst deine Wahrheit aussprechen. Du wirst wahrscheinlich auch der anderen Person sagen, hier so und so, ne? Einfach mal Tacheles reden, einfach mal ehrlich und klar da sagen, was jetzt hier los ist, weil Wassermann steht, ist ebenfalls auch ein Luftelement. Also geht es hier auch wieder um Kommunikation. Ne? Um eine sehr, sehr radikale, glasklare Kommunikation geht es hier bei dir, wo es darum geht, deinen Standpunkt, deinen Wert zu vertreten. Ne? Dass du wirklich sagst, okay, das und das verlange ich, oder was heißt das verlange ich, das und das möchte ich. Wenn du mir das nicht bieten kannst, dann nicht, ne? Dann sind wir halt nicht füreinander bestimmt, sage ich jetzt ganz einfach mal. Aber hier haben wir das zweite Haus und da habe ich eben schon gesagt, da geht es um Wert, Selbstwertschätzung, Schönheit, Finanzen, ne? Das ist hier auf jeden Fall das, was damit gemeint ist. Lass dich mal sehen, lieber Stier, was ich jetzt hier noch einbekomme für dich. Einige von euch sind auch sehr, sehr hart am Arbeiten. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, ihr seid deshalb so hart am Arbeiten. Deswegen sagt nämlich der God of Indulgence, okay, du darfst dich jetzt hin und wieder auch mal ein bisschen belohnen. Du darfst auch mal wieder rausgehen, mit Freunden was trinken gehen. Du darfst auch mal wieder auf Netflix irgendwas Schönes gucken. Du darfst auch mal wieder ein Spiel spielen oder keine Ahnung. Na, also hier ist es wichtig, da die Balance zu halten. Weil man sieht hier ebenfalls auch das Thema, ja, harte Arbeit bei dir, ne, lieber Stier. Okay, lieber Stier, mehr habe ich jetzt nicht für dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Oktober und sag bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.